Was geht, Corey hier und willkommen zurück bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo ich einfach die Bibel lese, euch zeige, wie man die Bibel liest, indem ich einfach die Bibel lese. Ich hoffe, das macht Sinn. Wir haben letzte Woche das letzte Kapitel von Markus angefangen. Und zwar haben wir Vers 1 bis 8 gelesen und haben gelesen, dass die Frauen zum Grab gegangen sind und Jesus nicht mehr gefunden haben, denn er ist auferstanden. Und wir haben letzte Woche die unterschiedlichen Blickwinkel aus unterschiedlichen Evangelien gelesen und würden heute weitergehen ab Vers 9. Aber bevor wir anfangen, vergesst doch nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und falls euch das Video gefallen hat, einfach mal zu liken. Aber ja, ohne viel zu reden, starten wir ab Vers 9. Und da heißt es: Jesus war am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria von Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten, und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und dass sie ihn gesehen habe, doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er in veränderter Gestalt zwei Jünger, die von Jerusalem unterwegs aufs Land gingen. Sie liefen zurück, um es den anderen zu erzählen. Aber keiner glaubte ihnen. Später erschien er den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er rügte ihren Unglauben, ihre hartnäckige Weigerung, denen zu glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Wir sehen hier, dass Jesus auferstanden ist. Halleluja! Er ist von den Toten auferstanden, so wie wir schon so oft von ihm gehört haben, denn er hat uns das schon gespoilert in den anderen Kapiteln. Aber wir sehen, dass als die Frauen das den Jüngern erzählt haben, dass die Jünger nicht geglaubt haben. Denn sie, so oft wie wir auch schon gesehen haben, hatten einen kleinen Glauben zu der Zeit. Wir sehen in einem anderen Evangelium, dass Thomas vor allem einfach nicht glauben wollte, dass es Jesus war. Und dass Jesus ihn nochmal zurechtwies, dass es nicht darum geht, was man sieht, sondern was man glaubt. Und wir sehen in Lukas auch nochmal eine Stelle, wo Jesus die Jünger tadelt, weil sie nicht geglaubt haben. Und zwar lesen wir in Lukas 24, Vers 25. Darauf sagte Jesus zu ihnen: Was seid ihr doch für unverständige Leute? Und ja, das ist Jesus. Jesus sagt ab und zu dir immer ins Gesicht, dass du deinen Hintern hochkriegen sollst und dass du anfangen sollst zu glauben. Und hier sagt er auch: Was seid ihr doch für unverständige Leute? Und trotzdem ist es in Liebe. Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus all diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und wir sehen hier, dass Jesus die Jünger immer noch erzieht, auch nachdem er wiedergekommen ist. Denn sie haben immer noch einen Unglauben. Was aber super interessant ist, weil wir sehen, okay, egal wie viel du in deinen Kopf getrichtert bekommst, wenn du nicht den Heiligen Geist hast, was erst in Apostelgeschichte kommt, kannst du nicht wirklich begreifen, was da gerade passiert. Und deshalb sehen wir das ja auch, dass sie Schwierigkeiten haben, diese Dinge zu glauben. Aber lesen wir weiter ab Vers 15. Und da heißt es: Und er sagte zu ihnen: Geht in die ganze Welt und verkündet zu allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel hinaufgehoben und setzte sich auf den Ehrenplatz an die rechte Seite Gottes. Die Jünger aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie glaubten, durch viele wunderbare Zeichen. Und wir sehen hier, dass der hauptsächliche Auftrag für die Jünger hier nochmal ausgesprochen wird.
Und zwar heißt es, geht raus in die Welt und verkündet die frohe Botschaft. Denn es ist so wichtig, dass alle Menschen glauben. Denn die, die glauben, werden das ewige Leben haben. Aber die, die nicht glauben, werden verloren gehen. Und das ist der Grund, warum ich diese Videos mache. Damit versuche ich, so vielen Menschen wie möglich den Glauben zu zeigen, damit wir alle gerettet werden können. Aber es ist etwas Interessantes, was Jesus hier spricht. Und zwar sagt er in Vers 17, und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Und es ist vielleicht oft falsch verstanden. Ich würde nicht sagen, dass jeder, der glaubt, wird genau diese Sachen machen. Aber wir werden über die Zeit sehen, dass genau diese Sachen passieren mit manchen Leuten, die glauben. Und zwar gibt es Zeugnisse da draußen, die ganz klar mal Dämonen ausgetrieben haben, die auf einmal plötzlich eine andere Sprache sprechen konnten, die Schlangen angefasst haben, ich glaube, das ist nicht so besonders, aber das bedeutet wahrscheinlich auch was anderes hier, die etwas Tödliches getrunken haben, zum Beispiel wurden sie gefoltert oder sowas in irgendeinem Land, aber ihnen ist nichts passiert. Wunder sind passiert durch Leute, die mit Jesus unterwegs waren. Kranke wurden geheilt, das sehen wir noch täglich überall. Das ist Wunder, werden wir sehen bei Leuten, die glauben. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das heißt, diese Stelle heißt, wir können rumgehen und Gift trinken und Dämonen austreiben und Kranke heilen, wenn wir es so wollen, wenn wir rumgehen und so. Ich glaube, das sind Situationen, wo der Heilige Geist, wo Gott selbst uns aufs Herzen legt, oh, geh jetzt zu dieser Person und heile sie. Und das sind übernatürliche Momente, die nicht von uns ausgehen. Und dann sehen wir letztendlich noch, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Wir feiern das heute als Christi Himmelfahrt, genauso wie wir die Auferstehung als Ostern feiern, auch wenn das nirgendwo steht, dass wir das so machen sollen und dass der Ursprung wahrscheinlich sonst woher kommt, aber wir haben diese Tage genommen, um das zu feiern. Ostern, um die Auferstehung zu feiern und Christi Himmelfahrt, um zu feiern, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist und wie in Daniel prophezeit wurde, dass Jesus sich Platz genommen hat an der Rechten Gottes. Und dann sehen wir, dass jetzt die Story eigentlich erst weitergeht. Denn jetzt geht die Story weiter mit den Aposteln, mit den Jüngern. Und deshalb könnte man rein theoretisch mit Apostelgeschichte weitermachen. Denn da lesen wir, was die Jünger gemacht haben als nächstes. Denn die Story ist noch nicht vorbei. Und die Story ist heute noch nicht vorbei. Jesus wird ein zweites Mal wiederkommen. Also, lest einfach weiter. Es ist so interessant, was wir alles in dem Wort Gottes lesen können. Aber ja, das war's für heute. Und das war's für das Markus-Evangelium. Ich habe letzte Woche schon gesagt, schreibt mir unten in die Kommentare, welches Buch wir als nächstes durchmachen wollen. Aber ja, ich hoffe, dass diese Stunde euch geholfen hat. Und ihr könnt mir gerne immer noch Verbesserungsvorschläge unten in die Kommentare schreiben und Wünsche. Ich mag dieses Hin und Her mit euch. Ihr könnt mir weiterhelfen, genauso wie ich euch weiterhelfen kann. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem anderen Video. Aber bis dahin, Corey hier. Ihr da. Alles klar. Und wir sehen hier auf dieser Seite die ganze Playlist von allen Bibelstunden. Und auf dieser Seite ist ein anderes Video, was ihr euch gerne anschauen könnt.